So, herzlich willkommen in meinem LKW. Hier verbringe ich den Großteil meiner Zeit, tagsüber zum Arbeiten, abends dann zum Wohnen. Und ihr seht, hier sind einige Knöpfe am Lenkrad, einige Knöpfe an der Armatur. Das ist halt in erster Linie, man braucht als Fahrer während der Fahrt halt vieles möglichst in greifbarer Nähe. Aber hier am Lenkrad hat man eigentlich die wichtigsten Sachen. Das heißt, ich kann hier das Radio laut und leiser machen. Ich habe hier mein Tempomat, den ich einstellen kann, meinen Abstandssensor, den ich einstellen kann. Hier meine Bergabfahrhilfe und hier kann ich ins Menü. Das kann ich euch gerade mal zeigen. Dazu muss ich kurz die Zündung anmachen. Hier die Anzeigen haben wir natürlich auch. Viele kennen das ja vom PKW. Drehzahl, Geschwindigkeit, Uhrzeit und Tank und so weiter und so fort. Über das Drehkreuz komme ich in mein Menü, in das Fahrermenü. Das heißt, ich kann hier meine ganzen Angaben durchschalten, wie zum Beispiel Lenkzeiten, Ruhezeiten. Da steht dann da, wie viel Pause hatte ich schon, wie viel Fahrzeit habe ich schon weg, wann muss ich die nächste Pause einlegen und wie viel Fahrzeit habe ich schon in meinem 24 Stunden gefahren. Dann kann man sich hier verschiedene Fahrerwertungen angucken. Das heißt, wenn ich vorausschauend fahre, wenn ich vernünftig bremse, wenn ich den Schwung am Berg mitnehme und so weiter, bekommt man da eben auch nochmal Sternchen, die man dann einsammeln kann und kann dann halt am Ende der Woche oder am Ende des Monats schauen, wie gut man gefahren ist. Hier sieht man zum Beispiel meine Kilometer, die ich in der vergangenen Woche gefahren bin, die Durchschnittsgeschwindigkeit und mein Durchschnittsverbrauch. Der Verbrauch hängt allerdings auch davon ab, ob man die ganze Woche immer schwer ausgeladen war oder ob man nur leichte Sachen gefahren hat. Das ist dann ganz, ganz unterschiedlich. Hier auf der linken Seite kann ich nachsehen, wie schwer mein LKW ist. Da steht dann hier, wie viel ich Gesamtgewicht am Motorwagen habe und wie viel ich insgesamt am Anhänger habe. Hier oben steht dann immer das, was ich geladen habe. Und hier drüben sind dann noch einmal, da kann ich den Luftdruck überprüfen, mein AdBlue-Stand, Batteriespannung, Ladedruck und so weiter und so fort. Ja, ansonsten haben wir hier noch ganz viele andere lustige Knöpfchen. Hier ist einfach für die Innenraumbeleuchtung, für Spurassistenten. Das heißt, wenn ich von der Spur abkomme, ohne zu blinken und komme auf die Linien drauf, sieht man da, dann ertönt ein Signal und was mich dann quasi warnt, oh, pass mal auf, du kommst gerade von der Spur ab. Fahr mal wieder auf deine Fahrbahn drauf. Hier haben wir die Spiegelheizung. Hier an der Seite kann ich meine Spiegel einstellen. Kann ich einfach draufschalten. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Und da kann man den halt dann noch einstellen, wie man es am PKW auch machen kann. Elektrische Fensterheber. Hier habe ich die Schaltung. Und mein Retarder. Das ist eine zusätzliche Bremse. Und was haben wir denn noch? Klima. Und Standheizung habe ich auch, das ist auch ganz super. Für den Sommer natürlich die Standklimaanlage. Könnt ihr da oben mal schauen, wenn man das sieht. Das ist quasi, wenn man im Sommer irgendwo Feier macht, steht irgendwo und steht an der prallen Sonne, dann ist man natürlich froh, wenn man eine Standklimaanlage hat. Und genauso ist es dann auch im Winter mit der Standheizung. Das heißt, dann kühlt der LKW über Nacht nicht so stark aus. Und ich friere mir dann morgens nicht das Ärschchen ab, wenn ich unter der Bettdecke vorkrieche. Ansonsten, ja, eigentlich ist der LKW, wie man sieht, man hat sich den halt ein bisschen eingerichtet mit Gardinchen, meine Würfel, mein Bett und so weiter. Und hier oben auf der linken Seite im Fach habe ich meine ganzen Papiersachen, meine Frachtbriefe, meine Stundenzettel, meine Brückenlisten. Auf der rechten Seite habe ich meinen Putzkram für den LKW in dem Fach oben drin. Da habe ich Fensterputz und Reinigungstücher. In der Mitte ist mein Putzkram, was halt Frau so braucht, mein Waschtäschchen, mein Föhn und so weiter und so fort. Was mache ich abends, wenn ich Feierabend habe? Dann ziehe ich die Gardinen zu und wandle mein Arbeitsgerät in mein Wohnzimmer um. Manchmal dann packe ich mir einen Laptop aus und schaue mir ein DVD an oder ich habe auch immer mal ein paar Bücher dabei. Das habe ich denn im Moment. Lese ich ein ganz interessantes Buch. Da bin ich auch im Moment erst zur Hälfte durch. Einmal das Paket, das ist ein Psychothriller. Da bin ich im Moment dran. Oder abends schaue ich mir dann oftmals gern die Knallerfrauen an. Da könnte ich mich auch immer wegschmeißen. Was hat man sonst noch so? Mein Kühlschrank, den zeige ich euch auch gerade mal. Oh, hier, meine Stirnlampe, wenn ich im Dunkeln mal brücken muss. Dann wird die einfach umgehangen und angemacht. Geht die? Die geht gar nicht.
Warum geht die nicht? Doch, klar geht die. Gerade eben nicht. Ja, das ist halt, wenn man nachts umbrücken muss und man sieht es schlecht. Also meistens sind die Plätze ja schon beleuchtet, aber da, wo wir die Brücken verriegeln, die Twistlocks dann verriegeln, da, das sieht man halt schlecht. Und damit man dann nicht vergisst einzuriegeln, hat man dann immer eine Stirnlampe. Hier unten ist mein Kühlschrank drin. Da habe ich mein Essen für die ganze Woche. Das heißt, ich mache mir tagsüber zwischendurch immer mal ein Brot oder wenn ich irgendwo im abends Feierabend mache, wo ich halt keine Raststätte oder sowas habe, dann mache ich mir halt einfach mal eine Bämme. Und hier hinten ist mein Bett, meine Michaela und meine Christel, die sind auch immer mit dabei. Und was machen wir sonst noch so? Ja, ich gucke schon, dass ich so zweimal die Woche irgendwie mal was Warmes zu essen bekomme. Entweder stelle ich mich dann abends auf dem Autohof, natürlich am liebsten, wenn ich lange Pause habe, damit sich das auch lohnt. Da kann man schön duschen gehen und schön essen gehen und steht eigentlich auch ganz ruhig. Und wie gesagt, ansonsten dann schmier ich mir einfach mal eine Bämme. Ja, ganz wichtig ist auch mein Ingo, den habe ich von meinem Freund geschenkt bekommen. Der passt auf, dass ich keinen Unfall baue, dass mir keine doofen Sachen passieren und vor allem, dass ich freitags nicht so spät nach Hause komme. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Manchmal pennt der Ingo und manchmal passt er auf. Aber im Großen und Ganzen kann ich mich schon auf den verlassen. Hier ist meine Tasse mit meiner Maggie drauf. Die Tasse steht eigentlich nur da, weil die so schön ist. Weil da meine Maggie drauf ist, kann man das sehen. Ja. Und da hat nämlich die Maggie sogar zwei schöne Höhnerbrücken drauf. Heute habe ich ja leider zwei ältere Brücken drauf, wo die Stützen schon ein bisschen rostig sind. Das ist halt ein Nachteil beim Wechselbrückenfahren. Man kann sich die Brücken nicht auswählen. Die werden halt so beladen, wie sie gerade kommen bei den Kunden. Und manchmal hat man halt schöne neue Brücken drauf. Oder wir von uns, wir haben ja eigene Höhnerbrücken. Und manchmal hat man halt ältere Brücken. Aber das ist halt so. Normalerweise fährt man die auch nicht länger als einen Tag. Von daher ist es dann in Ordnung. Dann ist man die ja schnell wieder los. Und Brücken tue ich eigentlich 4 bis 5 Mal die Woche, manchmal auch 2-3 Mal am Tag. Das kommt immer ganz auf die Tour drauf an. Was soll ich noch erzählen? Ansonsten, hier ist mein Äffchen von Mallorca, der kommt auch immer mit. Der ist vom Ballermann, den haben wir vom Helmut bekommen. Und ich denke, das war schon mal ein kleiner Einblick für euch gewesen. Und alles Weitere seht ihr ja dann bei den Trucker Babes.